Hey, Ladies and Gentlemen. Hier ist er wieder, euer Lieblings-YouTuber von hinten. Wir haben uns hier heute versammelt, meine Damen und Herren, denn ich habe ein Paket bekommen, und zwar das hier. Und da sind eine Menge Fangeschenke drin. Da ist meine Adresse. Die dürft ihr nicht sehen. Auf jeden Fall hat der fleißige Zuschauer schon mitbekommen, dass ich mittlerweile ein Fan-Postfach-Dings, wie auch immer das heißt, habe. Auf jeden Fall hat mir jetzt mein Manager alle Sachen hier zugeschickt und da sind auf jeden Fall eine Menge Pakete drin. Und ich habe mir gedacht, okay, komm, bevor diese Pakete jetzt irgendwo vergammeln oder keine Ahnung was, dass ich das einfach mal zusammen mit euch auspacken werde. Ich habe jetzt hier gerade alle Sachen mal eben kurz hingelegt. Hier sind eine Menge von so ganz normalen Briefen mit dabei, wo mir Leute wahrscheinlich irgendwas geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Video auspacken soll, weil das eventuell auch private Sachen sein könnten. Deswegen würde ich sagen, dass ich die Briefe jetzt erstmal alle hier zur Seite auspacke. Auspacke vor allem, ich lege die da hin. Ein paar Sekunden später. Ja, das sind die Pakete. Wir haben jetzt hier so die Pakete erstmal rumliegen, die ganzen Briefe liegen jetzt hier links. Das hier ist das Messer, mit dem wir das auspacken werden. Ich würde sagen, das Messer braucht eigentlich einen Namen. Messi. Lionel Messi hat schon mal auf ein Video von mir reagiert, wusstest du es? Factura y para nosotros era importante empezar ganando. Also, da wir jetzt hier Lionel Messi am Start haben, würde ich sagen, dass wir jetzt mal mit dem ersten Paket hier anfangen. Das Paket kommt von der lieben Annie G. Nee, das ist das Paketunternehmen. Lena! Lena Meyer-Landrut, danke! Digga, Lena, wie hast du das verpackt? Den Karton muss man vor allem auch erstmal appreciaten, hier. Mega sweet. Wieso schenkt mir jeder Mensch Shampoo? Vielleicht stinkst du hart. Das erste, was mir die Lena zugeschickt hat, ist eine Klobürste. Also, danke. Ich und Bürsti enjoying life mit Lionel Messi auch noch. Great life. Freunde, wenn ihr mir solche Pakete schickt, dann hört doch bitte auf mit diesem Konfetti. Also ich meine, es sieht schön aus und so, aber es ist alles immer zersaut. Also es war eine Klobürste drin, danke auf jeden Fall dafür. Dann haben wir hier ein Duschgel von DM oder irgendwie sowas. Und dann noch so ein bisschen Kleinkrams, also hier irgendwie ein Schnuller. Warum schickt ihr mir einen Schnuller? Hä? Hä? Sexy. Danke. Geil, Alter, die Lena hat wirklich mitgedacht, jetzt habe ich auch endlich mal einen Bart. Und eine Brille. Sehe ich gebildet aus? Nein. Okay. Hey Luca, hier sind zwei Crazy Girls und wir verfolgen dich schon seit Jahren. Lilly und Lena, wir beide hoffen schon lange, dass du endlich ein Postfach machst. Und siehe da, endlich hast du eins. Ja, danke schön auf jeden Fall an euch, Lilly und Lena. Ich werde mir den Brief nachher noch zu Ende durchlesen. Ja, das ist meine Wand. Genau. Hier bin ich. Hi. Lass doch mal alle ein Like da. Nee, real talk, lass mal wirklich ein Like da. Also, wenn ich das öfter machen soll, weil vielleicht findet ihr das ja auch nicht nice, wenn ich das auspacke. Geil. Paket im Paket. Ein paar Sekunden später. Wieder alles voll mit Konfetti. Cool, dude. Also hier ist wieder mega viel von so Kleinkrams drin, der hier die ganze Zeit rumfliegt wieder durch mein Zimmer. Das Paket kommt von der Tina, es sind aber nur noch mehr Konfetti drin. Ich freue mich darüber, das ist mega gut. Ich meine, ich wollte eh heute noch saugen. Tina hat ein Bild gemalt und hat mir einen Brief geschrieben und das Bild ist das hier. Das heißt, das würde ich sagen, hänge ich mal direkt auf. Das... Ich hatte keinen Kleber. Doublet. Danke auf jeden Fall an Tina für das Paket. Hier liegt nur noch geringfügig Konfetti rum. Dieses Paket hier ist von Amazon. Also ich weiß nicht, warum Amazon mir hier ein Paket zuschickt, aber es ist, yo, Crysis. Wer auch immer mir Crysis zugeschickt hat, ist ein Ballerspiel ab 18 für PC. Ich mag dich. Das nächste Paket hier ist von der lieben Raut. Die hat mir das zugeschickt. Das heißt, bei der Raut, da würde ich jetzt auch mal sagen, dass ich das Ganze... Ich meine, warum ist hier so ein Aufklappmechanismus, wenn man es doch 10.000 Mal mit Tesafilm einwickelt? Oh, Süßigkeiten! Dieses Paket hier kommt von einem Jungen namens Raluca oder einem Mädchen. Ich weiß nicht, ich habe den Namen wirklich noch nie gehört. Und sie hat mir auch einen Sticker beigelegt, beziehungsweise keinen Sticker, sondern einen ausgedruckten Smiley und meinte jetzt, hey, kannst du den bitte signieren und zurückschicken, Freunde? Würde ich gern machen, allerdings bekomme ich sowas dann immer und das soll so eine einmalige Aktion bleiben, immer wenn ich neues Merchandise am Start habe, also bitte versteht das. Danke auf jeden Fall an dich, Raluca, für die Schlümpfe und für ein selbstgemachtes Radiergummi und für den Schleim.
Ich habe gestern tatsächlich ein Video von Schleim hochgeladen, da hätte ich ihn gut gebrauchen können, aber ich habe heute erst das Paket bekommen, aber trotzdem danke dir. Und da fehlt ein C und ein H bei Schleim. Aber danke dir. Kannst du das in einem Video auspacken, fragt die Maya hier. Ja klar, Maya, safe! Also hier haben wir irgendwie ein fettes Poster drin, glaube ich. Dann hier noch ein Brief und noch ein Brief. Dann haben wir hier noch einen Stundenplan von, dass ich die ganze Zeit Lukas... Da, also cool, dass du den ganzen Tag meine Videos schaust. Dann haben wir hier allerdings noch ein paar mehr Dinge drin. Und zwar wurde mir Bilou zugeschickt. Wow, vom Bibi. Liebe die. Und dann hat die Maya mir hier auch noch einen Baby Dreams Mini Kinder Kids Menü Hip Babybrei. Finde, das wird dein Abendessen heute. Spaghetti mit Bio-Pute und Zucchini-Gemüse, Digga. Das hört sich eigentlich geil an. Aber es ist halt zermanscht. Dann hat sie mir hier noch irgendeinen komischen Wurm reingelegt. Der fühlt sich ein bisschen an wie Schleim. Ich weiß nicht, Finn. Das war's aber, glaube ich, hier auch in dem Paket von der Maya. Also viel mehr ist hier jetzt nicht drin. Hier noch so relativ viel von so... untersteh dich. Relativ viel von Sonnenkrams, also was man quasi so als Füllmaterial benutzt. Aber Maya, auf jeden Fall danke für dein Paket. Das Bilou werde ich nicht benutzen. Nächste Paket ist hier von der Emma. Das heißt, liebe Emma, auch danke für dein Paket. Ich versuch's mal auf... Ich hasse Pakete. Digga, komm mal kurz rum und film das mal hier mal. Oh, nice. Warum packst du da zerschnittenes Konfetti noch rein. So, komm sofort zurück. Bestie Lehrer der Zeiten, so ein Video zu machen. Sache ist, wie soll ich das Ding denn jetzt hier auspacken? Staubi und ich haben jetzt hier alles irgendwie ein bisschen aufgeräumt. Ja. Ja, cool, Emma. Klasse, ne? Kann ich direkt wieder saugen. Time of my life. Hier vorne hat die Emma allerdings zum Glück so einen kleinen Mechanismus aufgemacht. Und da sehen wir erstmal hier eine Alpaka-Gang, die sie dort sogar mit Wolle gemacht hat. Dann haben wir hier noch mehr Konfetti. Klasse. Hier ist ein Brief drin oder irgendwie sowas, aber ich weiß nicht, ob das auch zu privat ist. Dann haben wir hier eine... Oh, die sind geil. Das sind so Gummibärchen-Pizza. Die sind, die schmecken nach Gummibärchen-Pizza. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hier haben wir irgendeinen anderen Keks. Hier haben wir auch noch irgendwie Mentos haben wir hier. Hier haben wir auch noch ein paar Süßigkeiten. Da ist auch Schleim drin, der mir geschenkt wurde. Also Freunde, kratzt du dir gerade am Arsch? Emma, danke, danke, danke für dein Paket. Ich muss allerdings das Paket erstmal komplett absaugen, damit ich das irgendwie weiterverwerten kann. Freunde. Wenn ihr mir was schicken wollt, dann macht bitte nicht mit Konfetti, das ist... Ja, das ist einfach scheiße! Ey, wie hätte ich meinen Kanal genannt, wenn ich nicht Videos über Minecraft gemacht hätte, sondern über nicht so dünne Menschen? Konfetti, anstatt Concrafter. Verstehst du? Wegen nicht Crafter, sondern Fetti, Konfetti. Mega witzig. Danke. Kommen wir nun zum vorletzten Paket, meine Damen und Herren. Das hat mir die Annika zugeschickt, hier vorne. Da ist 3D-Supply, hier so Tesafilm drauf. Deswegen denke ich mal, dass es vielleicht von 3D-Supply irgendwas sein könnte. Das ist nichts von 3D-Supply. Die Annika hat mir ein Buch geschenkt, wo so ein Fanbuch halt. Das ist immer mega geil. Das packe ich mal da unten zu den anderen Büchern. Finn, film mal die anderen Bücher. Also da sind auf jeden Fall einige mit am Start, die ich noch durchlesen muss. Alter, die Gabi hat ihre erste Banane. Meine erste Banane. So, Zonen-Gabi, die ist 17. Die sieht aus wie 70, oder? Die Zeitung ist vom 23. Januar 2018. Hat sie mal eine Zeitung vom 23. Januar 2018 in der Fresse? Passt da. Füll mal den Karton. Oh, neue Schuhe. Ein Comic! Hallo, mein Name ist Smiley. Irgendwo erkenne ich dich. Vielleicht von diesem... Nein, jetzt weiß ich. Ich kann es dir auch sagen. 10 lange Ukulele-Ratschläge, jetzt weiß ich. Ja, warte. Und vom... Lukashop. Lukashop. Luka-shop.de. Den Comic werde ich auf jeden Fall nachher auch noch an die Wand oben kleben. Dann haben wir hier vorne noch einen gebastelten Smiley drin. Dann haben wir diesen...
Wie ist denn Lionel Messi da reingekommen? Dann wurde mir hier noch Mikrowellen-Popcorn geschenkt. Das ist sogar wirklich ganz geil. Das werden wir gleich mal essen. Dann haben wir hier noch so ein paar Pralinchen. Dann haben wir hier noch einen Schlüsselanhänger, Center Shocks. Danke auf jeden Fall auch an dich, liebe Lena, für das Paket, was du mir aus Österreich geschickt hast. Danke dafür. Und jetzt haben wir hier vorne halt noch Unmengen wirklich an Briefen, die ich jetzt alle vorlesen könnte und aufmachen könnte. Allerdings wird das komplette Video sprengen. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht auch private Sachen drinstehen und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle, Freunde, da ist auch das letzte Konfetti jetzt runtergefallen. Ich würde das Video an dieser Stelle hier jetzt auch beenden. Das hier ist der Tisch, mit dem ich das Ganze hier gemacht habe. Das hier ist der Staubsauger, mit dem ich das Staub gesaugt. Das war, wow. Das war ein super, klasse Video, Finn. Sag ein Wort. Amazing, guys. Das waren zwei Wörter. Yeah, on in summer bed, sexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real.